Heute Nacht ist es den Menschen erlaubt, sich zu befreien. Nach dem überraschenden Kassenschlager Sinister haben sich Ethan Hawke und Produzent Jason Blum nun wieder für einen Thriller vereint. Zusammen mit Produktionslegenden Mike Bay und Brad Fuller haben sie sich in James DeMonacos gesellschaftskritischer und höchst beängstigender Zukunftsvision The Purge verwirklicht, die Sinister womöglich noch übertreffen wird. Das Beängstigende an The Purge, James DeMonacos Zukunftsstory, ist tatsächlich vorstellbar. So geht der Filmhandlung ein Beschluss der amerikanischen Regierung voraus, demzufolge das Gesetz wegen überfüllter Gefängnisse und eskalierender Gewalt einmal im Jahr in die Hand der Bürger gelegt werden soll. Für eine Nacht, die Nacht des Purges, gilt unter der Zusicherung von Immunität gegenüber aller Gesetze Auge um Auge und Zahn um Zahn. Nichts ist mehr verboten und nichts wird mehr bestraft. Unter der Ohnmacht des Gesetzes herrscht vollkommene Anarchie. Die Polizei stellt den Dienst ein und die Krankenhäuser schließen. Jeder ist auf sich gestellt und hat Erlaubnis, seine Probleme mit allen Mitteln zu lösen oder sein Leben mit allen Mitteln zu schützen. Der Film fokussiert nun die scheinbar perfekte Familie von James Sandin, einem Verfechter des vorausgegangenen Regierungsbeschlusses. So verkauft James Hightech-Sicherheitssysteme. Kurzum verdient er sein Geld mit der Angst der Bürger. The Purge hat ihn also reich gemacht. Als jemand, der genug Geld hat, um sich ein Sicherheitssystem zu leisten, sitzt auch James während der alljährlichen Nacht der Gesetzlosigkeit sicher verwahrt zu Hause und sieht den anderen von drinnen beim Leiden und Foltern zu. Für das perfekte Leben von einigen müssen nun mal viele bezahlen. Und einmischen will man sich schon gar nicht. Stattdessen redet man sich ein, dass jeder bekommt, was er verdient. Als die Nacht der Nächte nun ihren Anfang nimmt, werden in James Sandins Haus also die Türen verriegelt, die Augen verschlossen und die moralisch verfallene Welt wird ausgesperrt. Was sein muss, muss eben sein. Schließlich ist der Purge ja dazu da, die guten Bürger zu schützen. So sieht James es in all seiner Ignoranz, zumindest zu Anfang des Filmes. Als es im Laufe der Nacht jedoch ein Fremder über die Sicherheitstore des Sandin-Anwesens schafft, verändert sich James' Sicht auf die Dinge langsam und er muss feststellen, dass es nicht der Purge ist, was gute Bürger wie ihn und seine Familie schützen soll, sondern dass er es ist, der gute Bürger vor der Purge beschützen sollte. Die Sandins als der reiche Teil der Gesellschaft, der bisher derart vom System profitiert hat, lernen nun am eigenen Leibe den Preis kennen, den die Unterprivilegierten für jenen Profit zu zahlen haben. So taucht eine Gruppe junger Leute auf der Türschwelle der Sandins auf, welche die Familie vor die Entscheidung stellt. Entweder sie liefern den Fremden aus, der in ihrem Haus Schutz sucht, oder auch sie werden bestraft. Ob sie das eigene Wohl wie ihr gesamtes bisheriges Leben lang über die Moral stellen, lässt sich ab 13.06. im Kino herausfinden. Lohnen sollte sich der Kinobesuch dabei auf jeden Fall. So macht The Purge designtechnisch, kameratechnisch und vor allem storytechnisch einiges her. James DeMonacos Regiewerk porträtiert griffig eine Welt, in der die Menschen den Kontakt verloren haben. Zu sich, zueinander, zur Moral und der Welt. Die Ignoranz als äußerst reales Charakteristikum der modernen Gesellschaft verpackt The Purge abstrahiert in einem spannungsvollen und wendungsreichen Thriller mit hübschen Anspielungen auf Genrefilme wie beispielsweise The Strangers. Zwar ist der Film durchaus ein gesellschaftskritisches Statement, zum Beispiel wenn über James' Charakter zuweilen Kritik am Abgrund zwischen Arm und Reich geübt wird. So sehr The Purge aber auch als Gesellschaftskritik interpretiert werden kann, verzichtet er doch auf pathetische Belehrungen und langatmiges Bemeckern. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Statt lange zu reden, wird also auf direkten Wege gezeigt, was geschehen könnte, wenn sich unsere Gesellschaft nicht verändert. Zeitgleich wird dabei Hoffnung gegeben, dass sich etwas ändern kann. So lassen die charakterlichen Transformationen der Sandin-Familie während der Nacht genauso oft hoffen, wie sie erschrecken. Jenes Charakter- und storytechnische Konzept macht The Purge besonders wirksam, denn der Zuschauer wird von einem Gefühlsextrem ins nächste geworfen. Hat man einen Charakter gerade noch verachtet, identifiziert man sich plötzlich mit ihm, bewundert ihn und verachtet ihn wieder. Nicht zuletzt verdankt der Purge jenen Effekt der wie gewohnt vortrefflichen Darstellung Ethan Hawkes zwischen altglatter Ignoranz und reuiger Erkenntnis. Daneben sollte an dieser Stelle vor allem auf Reese Wakefields Interpretation des reichen und regellosen Ganganführers eingegangen werden, der das Leben der Sandin-Familie bedroht. Obwohl von US-Kritikern wegen Overactings in der Luft zerrissen, ist es hier gerade sein Overacting, was The Purge das gewisse Etwas gibt. Mit Sicherheit bildet Wakefield ein altglattes und himmelhoch übersteigertes Klischee der Oberschicht ab. Tatsächlich aber zeichnet The Purge ein Bild der gesellschaftlichen Limitlosigkeit und Beherrschungslosigkeit. James DeMonacos Vision ist ein Extrem, das von Extremen lebt. Und Wakefields Darstellung treibt jenes Konzept auf die Spitze. Genauso stark wie vom Extrem lebt The Purge dabei von Direktheit. Vor allem ist hier die dialogische Direktheit hervorzuheben. Auf subtile Gespräche lässt sich lange warten, doch in einem Film der Extreme ist das mit Sicherheit kein Nachteil. So direkt und extrem The Purge konzeptuell auch aufgebaut ist, schafft es die tatsächliche Handlung schließlich nicht ganz ins Extrem, was vor allem an der Charaktergestütztheit des Thrillers liegen dürfte. Spannung und Thrillerqualität ergeben sich weniger aus der äußeren Handlung des Filmes, sondern aus den charakterlichen Entwicklungen der Protagonisten.
ähnlich wie schon im Falle von The Strangers als dem Home Invasion Thriller, an dem The Purge sich bildkompositionell und designtechnisch zu Teilen orientiert haben dürfte, fällt die Spannung gegen Ende etwas arg in sich zusammen, sodass die Explosion in ein meisterhaftes Feuerwerk der Schockierung leider ausbleibt. Auch wäre kameratechnisch etwas weniger vielleicht mehr gewesen. Während Produzent Jason Blums Vorgängerprojekt Sinister gerade durch die Mischung von Found Footage und Spielfilmdesign punkten konnte, funktioniert jenes Konzept für The Purge nicht wirklich. Low-Angle-Point-of-View-Aufnahmen und Überwachungskamerashots, die das kameratechnisch eigentlich transparente Spielfilmkonzept des Filmes hier und dadurch setzen, können hier wie offenbar geplant nicht die Beengung der Protagonisten widerspiegeln, sondern bringen den Film in Gefahr zu zerbröseln. Glücklicherweise war DeMonacos Drehbuch zu The Purge offenbar aber ein sehr gutes, so wie auch Hawks und Wakefields Darstellungen schließlich sehr gutes sind. Alles in allem sollte The Purge trotz einiger Schwächen als ein lohnenswerter Charakterthriller mit interessanten und unabdringlichem gesellschaftskritischen Unterton sein, für den sich der Kinobesuch auf jeden Fall lohnt. Unser Ziel der diesjährigen Säuberung versteckt sich in Ihrem Haus. Sie haben eine Stunde, um ihn zu finden und uns zu übergeben. Oder wir töten Sie alle.